So, hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir haben mit einem alternativen Anfang angefangen und mussten jetzt nach Helden reisen. Das haben wir jetzt getan. Hier ist gerade ein Drache davon geflogen, als wir kamen, und wir werden jetzt mal sehen, was hier passiert ist. Ja, und wie ihr sicherlich, die meisten von euch werden den Anfang kennen, denke ich mal, der Drache hat hier alles auseinandergenommen und gewütet. Normalerweise sollten wir hier hingerichtet werden. Also in dem normalen Anfang. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Wir sind einfach so in einem Haus erwacht und irgendwas hat uns jetzt nach Helden bewegt. Und ja, wir sehen uns jetzt hier mit der totalen Zerstörung konfrontiert. Was haben wir hier? Was ist da? Eine Leiche? Eine verbrannte Leiche. The body turns to ash as you touch it, but somehow a leather journal survived the attack. Also ein ledernes Tagebuch hat den Angriff überstanden. Read the journal. Oh, jetzt ist das wieder auf Englisch, ne, Freunde. So, Objekte. Bücher. Adventurous Journal. Ja, hard to believe, I filled up that whole journal already. Boah, Leute, Freunde der Nacht. Nee, machen wir jetzt nicht. Ich denke mal, wird schon klar werden, was damit los ist. Wir gucken mal, was das Questlog jetzt dazu sagt. Ja, da waren wir richtig. Live another life. Investigate the cave mentioned in the journal. Order warn the residents of Riverwood about the dragon attack. Okay, wir werden mal die Höhle untersuchen und dann mal weiter schauen. Aber wo ist die Höhle? Hier scheint der Eingang nicht zu sein. Wäre auch ganz gut, wenn wir jetzt in eine Höhle kommen, weil wir sonst hier den Hintern ganz schön nass kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich finde ehrlich gesagt die Laufanimation noch etwas gewöhnungsbedürftig. Wie läuft hier, wenn ich normal laufe? Kann ich auch normal laufen, langsam? Nee, irgendwie nicht. Kugelt sich ja fast die Arme hinterm Rücken aus beim Rennen. Wo ist das? Hier irgendwo? Da unten ist die Höhle. Kommen wir hier runter, Heile? Oder brechen wir uns hier sämtlichst das Genick? Wo war der denn jetzt? Da hinten. Ach, hier. Ziel Helden Keep. Okay. Kommen wir zurück oder was? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden sehen, Freunde der Nacht. So, dann schauen wir mal. Boah, die Grafik gerade in den Höhlen, ey, die ist so, so schön. Ach, das ist die Höhle, aus der wir normalerweise rauskommen. Am Anfang. Keine Ahnung, warum wir jetzt hier nochmal rein sollen. Okay. Hatva, I came to see what was going on here. Also ich bin gekommen, um zu gucken, was hier los ist. What? No, you don't understand. Abgeschlossen. Bring Hatva a healing potion. Achso, kann ich jetzt machen oder was? Habe ich nicht. Hab keine Healing Potion, oder? Healing Potion? Habe ich Healing Potion? Sonstiges? Schlüssel? Bücher? Essen? Grüner Apfel? Nee, habe ich nicht. Ja gut, müssen wir eventuell nochmal gucken. Ich würde den ehrlich gesagt ja lieber mitnehmen, ne? Aber ist okay. Was sagt die Quest denn jetzt? Bringen Hatva eine Healing Potion. Okay. Ja gut, okay. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo eine Healing Potion für den bekommen. Schauen wir mal. Können den Arm ja nicht da so einfach liegen lassen. Na gut. So, wie gesagt, ey, ich hatte so ein bisschen Hals. Die Grafikqualität von den letzten Videos, die hat mir nicht so ganz gefallen. Ich hoffe, dass wir das jetzt im Griff haben. Schauen wir mal. Wo musste man denn hier lang, ey? Ich sehe gar nichts mehr. Füßchen? Okay, noch gar nicht. Nein, ich wollte nicht die Waffen ziehen. Wir wollten einfach nur laufen, Freunde.
einfach nur laufen. Boah, ist das hier bewachsen und bewuchert, ey. Alles zugewuchert. Wer ist da? War da jemand? Da ist jemand. Hallo? Holt mal Hilfe. Boah, die Lautstärke der Stimmen ist aber sehr leise. Warte mal, da muss ich mal eben gucken, ob wir das mal ein bisschen anpassen können hier. Warte mal. Einstellungen, Audio, Stimmen, volle Pulle bitte. So, eventuell mal die Effekte ein bisschen runter. Ist wahrscheinlich der Regen auch ein bisschen leiser. Fußstapfen habe ich noch gar nicht gehört. So, ich hoffe, so wird es besser sein. Schauen wir mal. Der Regen ist immer noch sehr laut, ne? Weiß nicht, wie laut ihr das jetzt hört. Muss ich mal gucken, sonst drehe ich ihn noch ein bisschen runter. Wir gehen jetzt erstmal nach Flusswald und gucken mal, ob wir da... Was ist denn hier passiert? Ist so runtergekommen, oder? Ist der nicht mehr aktiviert hier? Ja, wollte ich doch sagen. Warum leuchtet der denn nicht mehr? Batterie alle, oder was? Läuft der nicht mit LEDs? So, schauen wir mal weiter. Ich kann auch porten, ne? Ich kann auch porten, aber jetzt bin ich eh gleich da, ne? Oder? Ja, auch so ein bisschen atmosphärischer, oder? Wenn wir hier so durch den Regen laufen, ganz panisch. Hilfe, Hilfe, wir haben einen Verwundeten gefunden. Wir müssen eine... Ich brauche einen Heiltrank. Oh. Zwei. Miese Wölfe. Boah, da habt ihr. Möchte jemand einen Hotdog? Vielleicht. Das war aber auch ein bisschen knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil nämlich meine Mana jetzt so langsam zu Ende war hier, ehrlich gesagt. Nehmen, okay. So. Heilen. Heil dich. Ja. Was ist denn da, ey? Guck mal, einfach die Wölfe angerannt. Glaubt er nicht. So. Auf jeden Fall zieht er hier viel schneller die Waffen, die Route, als auf der Switch ist, glaube ich. Ne? Ey, da dauert das, bis die Waffen rausgezogen sind. Du bist schon halb tot, bevor du überhaupt die Waffen in der Hand hast. So, wer hat denn hier vielleicht mal den Heiltrank für mich? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Die Hilde vielleicht? Groß wie ein Berg und niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen. Wie kriege ich denn hier? Wo kriege ich denn hier einen Heiltrank her? Ist das hier ein Händler? Mal gucken, ob der was hat. Schauen wir mal, ob der einen Heiltrank für uns hat. Hast du sowas? Lasst nicht zu, dass meine Schwester etwas Dummes tut. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Ja, ist so schön. Zaubertränke da. Magika, Ausdauer, Magika, Heilung, hier. 52. Holen wir doch mal beide, weil Regeneration bräuchte das. Nee, nicht wirklich, komm. Wir gehen mal und bringen dem mal das Heilmittel. Schauen wir mal. Ist das am Plästern? Oder sollen wir lieber warten, bis aufgehört hat zu regnen? So, wo war der denn? Ist die Cave hier irgendwo? Die Cave ist hier nicht verzeichnet, Freunde der Nacht. Aber es ist, glaube ich, trotzdem besser, wenn ich hier nach Helden reise. Und wenn wir dann von da aus laufen. Sonst laufen wir uns ja hier in Ast, ey. Wo müssen wir denn jetzt hin? Und warum zum Teufel wird das nicht auf der Quizkarte angezeigt? Warte mal. Also, optional. Mach das bitte. Jetzt muss ich die Höhle auf gut Glück suchen, oder was? Was ist das denn? Ach nee, hier war... Hä? Ganz andere Ecke von Helden hier, wo ich hier rausgekommen bin. So. Was macht sie denn hier? Ja, was kann ich für euch tun? Was?
I want you to lose those curves. What? Verstehe nicht. I don't want waste my... Warum rennt denn hier eine Fahrdame rum? Warum verkauft die denn hier Klamotten? Ich glaube ja jetzt gar nicht. Okay. Egal. Hier läuft noch jemand rum. Was machen die alle hier? Ja. Ihr braucht etwas? Jetzt hat die nicht einen Heiltrank, ne? Da kriege ich aber einen Kotzkrampf hier. Blick darauf. Saubertrinke. Ja, hier, weißt du. Magica. Poison. Feuerresistenz. Magica ist vielleicht auch nicht so schlecht. Warte mal. Für Anfälligkeit, für Frost, Cure Poison, schwaches Gift, Zaubertrank, Blitzresistenz, Feuerresistenz. Nee, brauche ich nicht. Okay. Weg mit dir. Bis zum nächsten Mal. So, wo war jetzt diese verdorrte Höhle, ey? War hier irgendwo mitten in dem Gebirge drin, glaube ich, ne? Das wird jetzt schwer, die wieder zu finden. Doch nie wieder. Ach da, guck mal. Guck mal, bin ich ja doch gar nicht so schlecht. Bin ich ja doch gar nicht so schlecht, habe ich doch gefunden. Bisschen stolz auf mich gerade. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier irgendwelche Monster rumrennen. So, gucken wir mal, wo der Gute liegt und dann geben wir dem mal hier so eine Potion. Wo war der? Da liegt er. Yes, I have one right here. Da hast du. Da. Ilya gibt dir einen Wintersturm-Heiltrank. What hat denn da jetzt so in der Cave? Get out of the cave before it collapses. Ja, würde ich gerne tun. Komm mit dir. Hart war. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund vom Himmelsrand fernhält. Ja, ja, sag ich auch immer. Finde ich auch total schlecht, dass die Rebellen hier euch immer so ans Bein pissen. Bleibt auf der Hut. Warum habe ich den überhaupt gerettet? Er ist so ein Imperialer. Aber ist egal, ne? Kann der ja nichts für. Wenn er zum Imperium gehört. Sturmtruppler. So, da haben wir ihn. Hat wahr. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Okay. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, guck mal. Hitze nicht, ne? Es sieht aus, als wäre er nicht. Okay, dann können wir nach Flusswald porten, würde ich sagen. Ich muss jetzt nicht alles latschen. Hallo? So, ja. Reise dahin. Da latschen wir uns ja einen Wolf quasi, ne? Muss ja nicht sein. So, mit wem sollen wir hier reden? Mit dem Schmied. Achso, ich wollte doch mal was probieren. Ich wollte doch mal probieren, hier dieses Kamerakommando. CTF oder wie geht der? CTF. Nee, irgendwie ging das anders. FTC? Keine Ahnung, ey. Muss ich nochmal gucken. Wie komme ich denn aus der Konsole wieder raus? Also, okay. Gut, müssen wir nochmal gucken, wie das ging. Was da kann man nämlich hier benötigt? Frei mit der Kamera hier rumfliegen. Wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Hatwa hat gesagt, ihr könntet mir helfen. Hatwa? Woher kennt ihr ihn? Ja, ich habe den gerettet. Er hat mir geholfen aus dem Freunden Fingio, von Hatwa helfe ich gerne. Aber ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Woher kennt ihr ihn? Ein Drache hat Helgen angegriffen und zerstört. Hatwa und ich sind zusammen entkommen. Was? Ein Drache? Ja, ein Drache. Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Es war ein Drache, hat wir wird es euch bestätigen, auf jeden Fall. Hier in Himmelsrand. Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es.
Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Okay, machen wir. Was kannst du mir denn über den Jarl erzählen, mein Freund? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Ja, welche Seite des Krieges wird der wohl unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Okay. Ihr unterstützt also das Kaiserreich? Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie schön Wetterfreunde. Okay. Tritt der kaiserlichen Armee bei, okay. Darf ich eure Schmiede benutzen? Die besten Waffen und Rüstung. Die will ich kaufen von dir. Ich will dir selber was schmieden. Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Wieso euch? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fang ruhig an. Na gut, dann machen wir das mal. Bis zum nächsten Mal. Wir schmieden einen Eisendolch. Freunde, lacht. Der wird wahrscheinlich unter Eisen zu finden sein. Eisendolch? Nee, so nicht. Schmiedbaumaterial und sonstiges. Pelz, Eisen, beschlagen, Jäger. Carlos, sei Dank. Eure Bekanntschaft hat mich in der Eisendolch. Kommt herein. Muschelkäferhelm. Sigrid wird euch etwas zu essen. Dann könnt ihr uns erzählen, was passiert. Ach da, Iron Dagger, da haben wir ihn. Jo. Dann machen wir das mal. Bringen wir den mal zu Albor. Ey, wo ist denn der hin? Wir können ja einfach abhauen. Wo ist der hin? Hier oder was? Nee. Wo ist der hingelaufen? Hä? Wo ist der hingelaufen? Gibt's doch gar nicht. Oder habe ich die falsche Quest? Ich habe bestimmt die falsche Quest aktiviert hier. Da. Guck mal da. Hier Verschiedenes muss ich machen. Da. Eisendolch zu Albor. So, und den anderen Kram müssen wir erstmal rausnehmen. Weiß ich, ich renne hier gleich in so einen Dungeon rein. Da ist er nämlich drin. Also aber jetzt, also kann er nicht da mal rauskommen? Sigrid, wir haben Besuch. Lässt du mich bitte mal dahin? Nehmt euch, was ihr braucht. Im Hier ist ein Eisendolch. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Bis ist das der Typ von gerade? Ja, der ist hart, wa? Wir haben uns solche Sorgen. Er ist auch schon angekommen. So, dann gehen wir mal weiter schmieden hier. Oder schärfen, eher gesagt. Den Iron Digger möchte ich gerne geschärft haben. Okay. Ich habe viel zu viele Questen hier aktiviert. Also, jetzt muss ich mal alles rausnehmen. Ist ja hier nur verwirrend. So. Ist er da wieder? Da ist er wieder. Mögen die Götter über eure Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ah, mit Sicherheit. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay, machen wir. Wird gemacht, mein Freund. Soll ich bitte. Leder, sollen wir auch mal Lederstreifen? Können wir auch direkt machen, oder? Ja, wir lassen nicht lieber. Ey, nicht, dass gleich hier irgendwie ich dann doch noch Lederstreifen machen muss und das dann nicht zählt oder was auch immer.
was auch immer ihr benötigt. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Ja, haben wir schon gedacht. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Okay. Ja. Pelzhelm. Geil, wenn ich ihn behalten dürfte. Nehmt euch, was ihr braucht. Hier ist ein Pelzhelm. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Ich stell dich gleich als Assistent ein hier. Ja. Pelzhelm. Auswählen. Herstellen. Ja. Gehärtet? Der sollte doch gar nicht gehärtet braucht werden, oder? Hier eine neue Klinge? Ne, doch. Irgendwie schon. Eisen oder Stahl. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Ah, das ist doch gut. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Hm? Jo, machen wir. Das werden wir tun, das werden wir tun. Jetzt gucken wir mal, wie uns der Helm hier steht, Freunde der Nacht. Das müssen wir jetzt nochmal eben gucken. Bekleidung. Pelzhelm. Ach, schick. Guck dir das an, du. Schick, schick, schick. Wenn jetzt noch eine Option da wäre, womit man den Helm ausblenden kann, ne, dann wäre ich total froh. Einstellung. Anzeige. Helm ausschalten. Nein, gibt's natürlich nicht. Gibt's natürlich nicht. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie eine Mod finde. Denn so werden wir nicht mit einem Helm rumlaufen, Freunde der Nacht. Das verspreche ich euch schon mal. Wo wir so schöne Haare haben, da setzen wir doch nicht hier so einen Helm auf. Ja, wo ist der Helm da? Wunder damit. So schöne Haare haben wir, da setzen wir hier keinen Pelzhelm auf. So, Freunde der Nacht, das war's heute schon wieder mit der Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir haben hier so ein bisschen reingeguckt, unser erstes Abenteuer erlebt, unseren ersten Menschen gerettet. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen.